Vor der Öffentlichkeit verbirgt er seine Mimik. Auch im Prozess selbst soll Adrian V. keinerlei Regung gezeigt haben. Zusammen mit anderen Männern, ist sich das Gericht sicher, hat der 28-Jährige mehrere Kinder in dieser Gartenlaube vergewaltigt und gequält, die Taten zum Teil gefilmt. Das Gericht hat sehr deutlich gemacht, dass sich an diesen Tagen grauenhafte Szenen ereignet haben müssen. Selbst für solch erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des Vorstellbaren bei weitem überschritten. 14 Jahre wandert der IT-Fachmann hinter Gitter, kommt anschließend in Sicherheitsverwahrung. Auch auf seine drei Komplizen warten hohe Freiheitsstrafen. Vs Mutter Carina, der die Laube gehört, muss als Mitwisserin ins Gefängnis. Was ich sehr positiv in diesem Verfahren finde, ist, dass alle Verfahrensbeteiligten sehr sensibel mit den Sachverhalten umgegangen sind und dass wir hier die Aussage den Kindern ersparen konnten. Neben Bergisch Gladbach und Lüchte ist Münster der dritte große Missbrauchskomplex allein in NRW, der Fragen nach neuen Ermittlungsmethoden aufwirft. Wir müssen jetzt endlich dagegen vorgehen in einer Art und Weise, die tatsächlich auch Frühwarnsysteme installiert und sorgt dafür, dass diese Taten überhaupt nicht erst passieren können. Doch noch sind IT-Spezialisten damit beschäftigt, Videodateien im Umfang von einem rund 8000 Meter hohen Turm CDs aus den bisherigen Fällen auszuwerten. NRW-Innenminister Reul geht davon aus, dass dadurch noch weitere Missbrauchsfälle öffentlich werden.